Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute demonstrieren wir Ihnen hier die Handhabung des Covid-19-Antigen-Schnelltests der Firma Roche. Hier sehen Sie die dazu benötigten Materialien. Sie benötigen die Schutzausrüstung, Sie benötigen eine Stopp- oder sogenannte Eieruhr, Sie benötigen den Test an sich, Sie benötigen die Pufferlösung, die ist in diesem Röhrchen mit der Kappe oben drauf. Sie benötigen das Reagenzgefäß. Dazu gehört der Aufsatz, um das hinterher in das Reagenzgefäß tropfen zu können. Und Sie benötigen den Abstrichtupfer. Bitte beachten Sie auch jedes Mal die Bedienungsanleitung, die dem Testkit beigepackt ist, und vergewissern Sie sich, dass alle Schritte richtig und ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wir entnehmen den Abstrichtupfer aus der Verpackung, stellen uns seitlich neben den Patienten. Der Nase fahren wir alle Abstrich. Dazu gehen wir mit dem Tupfer parallel zum Boden in das Nasenloch ein. Wir müssen wirklich bis tief rein, am Ende ein paar Mal hin und her drehen, den Tupfer im Moment am Ort belassen und wieder entfernen. Das war es jetzt schon. Der Patient kann den Mund-Nasenschutz jetzt wieder aufsetzen. Und wir geben nach Entnahme der Probe, können wir von dem Reagenzgefäß den Deckel entfernen. Und dann wird die Probe in das Reagenzgefäß gegeben, fünfmal hin und her gedreht. Dann können wir den Tupfer verwerfen. Dann wird die Tropfhilfe auf das Reagenzgefäß aufgesetzt. Beim Roche-Test geben wir drei Tropfen der Lösung in das Tropffeld. 1, 2, 3. Die Lösung kann jetzt verworfen werden. Wir stellen uns die Uhr auf 15 Minuten. Der Test wird nach 15 Minuten abgelesen. Die maximale Zeit, um den Test abzulesen, beträgt 30 Minuten. Nach Ablauf dieser 30 Minuten darf der Test nicht mehr verwandt werden. Nach Ablauf der 15 Minuten wird der Test abgelesen. Der Test hat zwei Felder. Es gibt das Feld C, das ist das Kontrollfeld. Da muss der rote Balken immer vorhanden sein. Das Feld T ist das Testfeld. Wenn hier ein roter Balken vorhanden ist und am Kontrollfeld auch, dann ist der Test positiv. Wenn nur am Kontrollfeld ein Balken ist und am Testfeld ist kein Balken, so wie in diesem Falle hier, dann ist der Test negativ. Falls am Kontrollfeld kein Balken zu sehen ist, darf der Test nicht ausgewertet werden.